Hallo und willkommen zur nächsten Runde. Wir spielen eine Runde nochmal mit unserem Jägerdeck. Ihr seht es an der linken Seite. Wir haben immer noch diese blöde Bestie drin. Eine absolut, ja, schlechte Karte, was das angeht, weil sie einfach beim Tod halt eben dem Gegner einen 3-3er gibt. Und aufgrund des Schadens, den sie austeilt, ist sie einfach ein sehr, sehr großes Primärziel. Das heißt, entweder man hat gleich eine Möglichkeit, zum Spiel noch zu machen. Gegen Garrosch. Oder man hat... Okay, wir bekommen einen Krieger. Unsere Starthand sieht blöd aus. Ich wollte das Fährtenlesen auch mal rausnehmen. Ich halte Fährtenlesen für eine absolut beschissene, weil man sich halt eben gute Karten dadurch kaputt macht. Gegen Ende können wir es drin lassen, aber jetzt nicht zum Anfang. Tierbegleiter ist schön stark. Und wir bekommen auch noch einen Lepragnom. Das ist perfekt. Da der Lepragnom halt eben mindestens für ihn seine 4 Schaden macht. Er spielt nicht, das heißt, wir spielen gleich den Lepragnom aus. So, und schauen, was er macht. Vielleicht spielt er ja irgendwas Schönes. Nein, er rüstet sich nur gegen seinen Schaden, weil er weiß, jetzt kommt was. Wir bekommen einen Waldwolf und ja, dann bauen wir ihm schöne 4 Schaden rein und übergeben ihm die Runde. Nächste Runde können wir, wenn er was Großes spielt, können wir entweder hier mit einem 3 Schadener machen. Wir können hier mit einem 2 Schadener machen. Nein, er zieht sich eine Waffe rein. Geht nicht mal auf uns, really? Oder er geht auf uns und lässt... Na gut. Tierbegleiter. Es könnten Schweine sein, es könnten Verstärker sein. Da würde ihm aber allerdings seine Dreierwaffe nichts bringen. Deswegen probieren wir mal. Und wir haben sogar noch Glück, weil wir bekommen den stärksten Tank. Meiner Meinung nach. Und sind dadurch wieder ein bisschen. Okay, er haut beide weg. Aber wird sich jetzt natürlich noch die 4 Schaden hier gönnen. Beziehungsweise abgedämpfte 2. Nein! Er lässt ihn wirklich stehen? Okay. Da kann ich nichts anderes sagen als, ja, vielen Dank. Ich überlege jetzt gerade, wir haben Runde 4. Ja. Wir geben ihm noch mal ein bisschen hier weg. Einmal. Zweimal. Wir müssen ihn schön droppen lassen, damit es einfach mal für ihn auch ein bisschen was gibt. Sind ja eh keine Diener bei ihm groß dran. Okay. Gebt mir eine Quest. Okay, der muss weg. Aber er spielt keine extra Karte noch. Sehe ich das richtig? Er lässt ihn wirklich mit 2 stehen. Gut, dann sage ich schön danke. Einmal geht was weg. Wir spielen ihn. Und es steht 24 zu 16. Langsam könnte es ein bisschen eklig werden für ihn. Der Feendrache ist leider kein Wildtier, sonst hätten wir hier einen 5er Schaden machen können. Aber in der nächsten Runde, wenn er nichts dran ändert, sind es hier 5 Schaden. Die Tore sind geöffnet. Und er spielt einen Tank. Jetzt bitte den schwarzen Ritter. Vielleicht haben wir ja Glück. Nope, wir haben kein Glück. Ich muss ein Tierchen ausspielen, oder? Moment mal, wir haben hier einen 3er Schaden. Ich brauche den 5er Schaden. Ich habe noch einen zweiten Waldwolf auch noch drin, den wir auch nutzen könnten. Ich denke, wir hauen... Moment, wir haben hier
3. Ich frage mich. 4, 5. 8 bringt nichts. Wenn wir ihn zusammen mit ihm spielen, können wir es raushauen, ja. Gebt mir eine Quest. Wir spielen den Waldwolf. Wir hauen eine Münze raus. Und wir hauen ihm Schaden rein. Und jetzt hat er wieder mal ein ganz kleines Problem. Denn er hat nur noch 11 Schaden, aber wir haben jetzt 11 Schaden direkt auf der Hand liegen. Plus nochmal 2 durch die Fähigkeit. Okay, das ist eine Verzweiflungstaktik. Da ist nicht arg viel drin, weil der wird ja erst ausgelöst, wenn er wieder dran wäre. Gut, das ist natürlich eine praktische Karte. Allerdings, was will er uns damit wegnehmen? Der eine Schaden bringt ihm nicht viel. Er geht auf ihn. Strange Taktik, weil... Also entweder er schaut jetzt... Ja. Jetzt wasten wir einfach noch ein bisschen. Ja, wir haben hier noch einen Anstürmer. So. Wir schauen nochmal nach. Schauen mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ah, wir nehmen sie noch ein. Sie werden nicht wissen, wie sie so, und jetzt gute bedanken Spiel. Wir uns noch artig fürs Spiel. Für Ehre. Quest angenommen. Und geben ihm richtig Schaden nochmal zum Schluss drauf. Ja, ihr seht also, auch gegen Krieger kann man schön starten. Ja, es ist nicht das beste Jägerdeck, gebe ich zu. Es hat durchaus Verbesserungspotenzial. Gott sei Dank haben wir die Bestie nicht spielen müssen. Ich muss die jetzt echt mal austauschen, das geht nicht anders. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen. Jetzt hoffe ich, es hat euch ein bisschen was gebracht oder hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like. Wenn nicht, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr noch dran verbessern würdet oder ob ihr es selber schon genutzt habt und was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ciao, ciao.